Eine 0,5 Meter lange Spule enthält 400 Windungen mit 10 Quadratzentimeter Flächeninhalt. Wie stark ist der Strom, so dass der magnetische Fluss 40,2 mal 10 hoch minus 7 Weber beträgt? Hier ein Modell von solch einer Spule. Wir wissen, dass diese Länge L der Spule 0,5 Meter beträgt. Die Anzahl Windungen beträgt 400. Der Flächeninhalt einer Schleife dieser Spule beträgt 10 Quadratzentimeter, also 0,001 Quadratmeter. Wir wissen auch, dass der magnetische Fluss 40,2 mal 10 hoch minus 7 Weber beträgt. Als Permeabilität nehmen wir μ0, die Permeabilität des Vakuums oder auch der Luft. Sie beträgt 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Teslameter pro Ampere. Der Winkel Theta, der gebildet wird durch den Magnetfeldvektor B und dem Normalvektor zur Spule, dieser Winkel Theta ist gleich 0 Radiant oder auch gleich 0 Grad. Was gefragt wird, ist die Stromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken. Wir beginnen mit dieser Formel, denn I ist darin versteckt. Die Magnetfeldstärke im Innern der Spule ist gleich zu diesem Produkt. Aus dieser Formel schließen wir, dass I gleich ist zu BL auf μ0 mal N. Wir kennen L, μ0 und N, aber wir kennen B nicht. Dafür kennen wir aber den magnetischen Fluss Phi. Also wenden wir diese Formel an, um B herauszufinden. Der Winkel Theta beträgt 0 Radiant, dessen Cosinus gleich 1 ist. Also daraus schließen wir, dass B gleich Phi geteilt durch A ist. Deshalb können wir hier B durch Phi auf A ersetzen und erhalten so I gleich dieser Bruch. Wir ersetzen Phi durch 40,2 mal 10 hoch minus 7, L durch 0,5, A durch 0,001, μ0 durch 4 Pi mal 10 hoch minus 7 und N durch 400. Und so finden wir, dass die Stromstärke I ungefähr 4 Ampere beträgt.